Guten Tag, ich bin Silke Kaiser, Bildungsmanagerin im Projekt Bildung integriert beim Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bildung ist für mich ein aktiver Prozess und meint mehr als die klassische Wissensvermittlung, sondern auch Fähigkeiten, die ich in der Familie, bei Freizeitaktivitäten, in der beruflichen und privaten Fortbildung oder durch Mediennutzung lerne. Insofern wirkt Bildung direkt in meinen Lebensalltag. Beispielsweise habe ich zuerst Maschinenbauerin gelernt und bin heute, dank entsprechender Bildungsangebote, Bildungsmanagerin. Diese Erfahrung möchte ich weitergeben, den Blick auf das lebenslange Lernen lenken, von der wichtigen frühkindlichen Bildung bis hin zu Angeboten für ältere Menschen. Die langwährende Praxis im Landkreis, hochwertige Bildungsangebote zu schaffen, wurde auf eine neue Ebene gehoben. Denn der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und weiteren Akteuren der Bildungslandschaft wurde intensiviert. Ob bei Bildungskonferenzen, in Arbeitsgruppen oder durch Online-Beteiligung, Bildung wird gemeinsam diskutiert. Besonders wirksam war, dass die Mehrheit ihre Einzelinteressen zurückgestellt hat, um einen ganzheitlicheren Blick zu wagen. So entstand mehr Verbindlichkeit zwischen den Akteursgruppen. Durch unser im Aufbau befindliches Bildungsmonitoring können wir passendere Angebote bieten und besser nachsteuern. So fiel die Gebührenordnung der VHS auf, die wir jetzt bearbeiten, damit mehr Menschen mit weniger Geld mehr Bildungsangebote nutzen können. Innerhalb der Verwaltung entstand das Haus der Bildung als eigener Fachbereich. Sozusagen unter einem Dach arbeiten Schulentwicklung, Volkshochschule und Seniorenbildung gemeinsam mit dem Büro Bildung integriert. Dieser elementare Schritt erleichtert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit immens und zahlt letztlich auf das große Ziel ein, passendere Bildungsangebote für die Menschen im Landkreis bereitzustellen.